got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Die waren alle so lieb, herzhaft, wirklich motivierte junge Leute, die Bock haben, arbeiten, geile Berufe, aber auch tolle Aussteller, die Bock auf Lehrlinge haben. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt, was ihr berufmäßig machen sollt nach der Schule oder so, hier findet ihr wirklich alles. Ich bin sehr fasziniert, also selber von der ganzen Technologie und sowas und auch, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit einfach so fördert. Das ist ja viel geiler, als man denkt. Das habe ich so noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Es braucht so ganz dringend eine neue Begeisterung für diese Welt. Und im besten Fall ist das hier ein Ort, wo genau diese Begeisterung geweckt wird. Und du siehst die Dinge auch in echt und kannst selber experimentieren. Machen. Also von dem her finde ich das richtig cool, dass es euch gibt. Die eine Stunde, die ich bisher hier drüber gelaufen bin, war besser als 12 Jahre Schule, bin ich ganz ehrlich. Nichts geht über die große Ideen-Expo. Gute Laune und Optimismus und eine Menge Zuversicht, dass man auch die Herausforderungen in den Griff kriegt. Die Ideenexpo ist die beste Erfindung, die wir in Niedersachsen auch wirtschaftspolitisch mit auf den Weg gebracht haben. Ich sehe es an den strahlenden Gesichtern der jungen Menschen, es funktioniert. Dann weiß man auch wieder, warum man auch manchmal für Dinge kämpfen muss. Alles richtig Spaß. Es gibt da ein besonderes Lachen und das ist das Lachen der Erkenntnis und das kann man mit nichts ersetzen. Entgegen der landläufigen Meinung bin ich fest davon überzeugt und erlebe es jeden Tag bei uns in der Ausbildung, dass die jungen Leute toll sind. Wenn man wirklich sieht, was dahinter steckt, kann man ganz schnell eine Flamme entfachen. Die Ideenexpo ist total wichtig, weil hier Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und Perspektiven ausgetauscht werden. Crazy! Ich habe das Gefühl, es ist noch mal mehr Excitement da und noch mal mehr Stimmung. Man merkt wirklich diese positive Stimmung hier. Die ist wirklich sensationell.